So, wir hatten beim letzten Mal, wenn ich mich nicht ganz täusche, geendet. Moin. Hätten wir letztes Mal geendet mit dem Thema Analyse von dem Insertion Sort. Vielleicht springe ich da gerade noch mal drauf. Das war irgendwie so das, mit dem wir aufgehört hatten. Wir hatten uns angeschaut, wie man so einen Algorithmus analysiert, indem man nämlich einfach zählt, wie viele Rechenschritte oder wie viele Instruktionen da durchgeführt werden. Man vereinfacht die Betrachtung dadurch, dass man sagt, okay, alle Operationen sind vom Aufwand her in etwa gleichbedeutend. Also eine Zuweisung beispielsweise oder die Prüfung der Bedingungen in so einer While-Schleife. Also man zählt das. Bei der While-Schleife beispielsweise die Anzahl der Schleifendurchläufe. Und dann hat man hier gesagt, okay, jede Zeile kostet uns irgendwie C1 bis C8 Kosten. Dann zählen wir einfach, wie häufig diese Zeile durchgeführt oder aufgerufen wird. Und dann können wir einfach aufsummieren, den Gesamtaufwand hier sozusagen abstrakt mit diesem Sternchen gekennzeichnet. Und dann haben wir uns überlegt, was sind denn sozusagen die möglichen Fälle, die auftreten können? Und da hatten wir zwei Fälle identifiziert, oder eigentlich gibt es mehrere Fälle, aber zwei Extremfälle sozusagen. Der eine Extremfall ist, dass die Zahlen bereits sortiert sind oder die Karten, anhand der Karten hatte ich das ja nochmal demonstriert. Ja, dann haben wir sozusagen die Situation, dass diese While-Schleife überhaupt nicht aufgerufen wird, beziehungsweise nicht in die While-Schleife eingestiegen wird. Dann ist sozusagen der geringste Aufwand, das haben wir als Best Case bezeichnet. Und der Worst Case tritt auf, wenn die Zahlen genau umgekehrt sortiert sind, wenn man nämlich in dieser While-Schleife sozusagen immer ganz bis zum Anfang laufen müssen. Das heißt, einmal ganz durch diese While-Schleife durchlaufen, das Element, was eingefügt werden soll, genau sozusagen bis an den Anfang gebracht werden soll. Das ist der Worst Case. Und in dem Fall sind wir auf einen Aufwand gekommen, der sich mit Hilfe einer quadratischen Funktion beschreiben lässt. Also wichtig sind dabei die wichtig sind dabei die sozusagen die, die ist die Größe der Eingabe hier. Ja, wir haben ein paar Konstanten. Die Konstanten sind aber sozusagen, die betrachtet man dabei eigentlich nicht, sondern es geht eigentlich um die Größe der Eingabe hier durch ein n gekennzeichnet, was einfach die Größe der Zahlenfolge angeben soll. Also bei dem Worst Case hatten wir quadratischen Aufwand und bei dem Best Case hatten wir, wo steht es hier, linearen Aufwand hier mit diesem an dieser Stelle. Das hatten wir das letzte Mal gemacht und heute möchte ich gerne weitermachen. Quasi noch mit der Einführung und zwar gucken wir uns jetzt an, das Thema Algorithmenentwurf. Da lernen wir gleich schon ein Entwurfsparadigma kennen. Also irgendwie so eine Vorschrift, anhand derer ich, sage ich mal, Algorithmen entwerfen kann. Und das Paradigma nennt sich Divide and Conquer, teile und herrsche. Was heißt das? Wir hatten, wie gesagt, bei dem Insertion Sort ja, so eine Schleife. Schrittweise haben wir das Ganze aufgebaut, indem wir gesagt haben, okay, in jedem Schritt nehmen wir uns eine Karte und sortieren die an der passenden Stelle ein. So, und dieses Divide and Conquer Paradigma, das arbeitet wie folgt, teile und herrsche. Das heißt, das Gesamtproblem, was man hat, teilt man auf in eine gewisse Anzahl von Teilproblemen, mit dann kleineren Eingaben. Dann bearbeitet man diese Teilprobleme. In der Regel macht man das rekursiv. Irgendwie kratzt die Stimme ein bisschen. Man zerlegt also das Problem in Teilprobleme, rekursiv, solange sie, sagen wir mal, zu groß sind, um sie direkt zu bearbeiten. Und wenn sie dann klein genug sind, dann bearbeitet man sie. Und wenn man das dann gemacht hat, dann nimmt man die Lösung der Teilprobleme und verbindet diese Lösung der Teilprobleme zu einem Gesamtproblem. So, wie funktioniert das beim Sortieren? Naja, beim Sortieren könnte man jetzt so vorgehen: Ich habe irgendwie eine große Zahlenfolge, die möchte ich gern sortieren, oder eine große Kartenfolge, die möchte ich sortieren.
ich zerlege diese Kartenfolge oder Zahlenfolge halt in zwei in etwa gleich große Teile. Ja. Die wiederum zerlege ich immer weiter, bis ich irgendwie bei einer Karte angekommen bin. Die ist bereits sortiert. Ja, und dann füge ich sozusagen diese teilsortierten Probleme zu einem Gesamtproblem oder zu der Gesamtlösung zusammen. Das ist das sogenannte Sortieren durch Mischen oder auch Merge Sort genannt. Ja, das ist sozusagen ein klassischer Sortieralgorithmus, der genau nach diesem Paradigma funktioniert. Das heißt, wir zerlegen die Folge A der Länge n in zwei Teilfolgen A1 und A2, jeweils der Länge n halbe. Rekursion sagt Ihnen was, oder? Das haben Sie in den ersten beiden Semestern sicher schon mal gehört. Ne? Sie haben also irgendwie eine Routine, die sich selbst auch immer wieder aufruft. So, dann haben wir diese beiden, Teilfolgen A1 und A2. Ja, und auf beide Teilfolgen wenden wir jetzt sozusagen rekursiv das gleiche Prinzip an. Ja, und zwar sortiere die Teilfolgen rekursiv mittels einer Routine, die werden wir halt Merge Sort nennen. Und zwar das machen wir so lange, wie die Folgen zu groß sind, um sie sozusagen quasi direkt zu sortieren, dass wir uns dann diesen rekursiven Aufruf sparen können. Ja, das heißt, wir steigen da irgendwie runter und am Ende mischen wir die sortierten Teilfolgen zu einer sortierten Gesamtfolge. So, wesentlich dabei ist sozusagen diese Routine, die wir benötigen, nämlich das Zusammenfügen von zwei Teilfolgen zu einer Gesamtfolge. Und zwar machen wir das mit so einer Routine, die nennen wir Merge. Die rufen wir hier mit vier Parametern auf. A ist einmal das zu sortierende Feld. Und dann brauchen wir sozusagen ein Anfangsstück, ein Endstück oder sag ich mal der Anfangsindex, der Endindex und sozusagen der Index, an der wir das Feld aufteilen wollen. Ja, und in dem Fall bedeutet das also, dass A zerlegen wir in zwei Teilfolgen von A oder wir interpretieren das sozusagen als zwei Teilfolgen von einmal die Teilfolge von P nach Q. Und einmal die Teilfolge von Q plus 1 nach R. Ja, und das Ganze machen wir sozusagen, oder diese Routine Merge sorgt dann dafür, dass diese beiden Teilfolgen, die in einem Array drinstehen, ja, das ist sozusagen hier beispielhaft so eine Situation, die dann zu einem sortierten Gesamtarray zusammengeführt werden. Ja, das passiert sozusagen. Das ist sozusagen die Aufteilung, jetzt die gedankliche, dass wir dieses Array hier, bestehend aus den beiden Teilen, einmal von 9 bis 12, ja, also von 2 bis 7, ja, die sind jetzt hier sortiert. Dann von 12 bis 16, beziehungsweise ja, 13, das heißt ja Q plus 1 bis 16, also von hier 1, 2, 3, 6, das ist sozusagen der zweite Teil, ja, und den setzen wir jetzt sozusagen zu einem Gesamtteil zusammen. Ja, und Idee, wie das funktioniert, das male ich wieder hier irgendwie auf. Hat das mit dem OneNote geklappt? Haben Sie da Zugriff? Ich habe den Link da irgendwie bereitgestellt, wo ich sozusagen das, was ich jetzt hier irgendwie mache, dass Sie das dann auch sozusagen haben. Ja, wie wird das funktionieren? Wenn ich diese beiden hier, diese Folgen L und R, ja, sozusagen diese beiden Teilfolgen von diesem Feld hier, wenn ich die jetzt betrachte als zwei Teilfolgen L und R, so habe ich die mal genannt, der linke Teil, der rechte Teil, wie kann ich die mischen? Nun, das ist ganz einfach. Ich gucke mir einfach an, was ist die kleinere der beiden Zahlen in dem linken Teil, in dem rechten Teil. Und die schreibe ich hier rein, die kleinere der beiden Zahlen. Die wird dann hier sozusagen gestrichen. Dann vergleiche ich jeweils wieder dieses Feld oder den Wert mit dem Wert. Den kleineren der beiden trage ich dann hier ein. Da ist es jetzt egal, ob ich diese zwei hier nehme an dieser Stelle oder ob ich diese hier nehme. Ich habe jetzt die aus dem linken Feld genommen. Jetzt setze ich den Marker hier um einen weiter. Die zwei
vergleiche ich mit der 4, das heißt, hier kommt die 2 hin, geht um einen weiter, dann vergleiche ich die 3 mit der 4, da kommt die 3 hin, dann vergleiche ich die 6 mit der 4, dann kommt die 4 dahin, dann kommt die 5 dahin, dann kommt die 6 dahin und dann kommt die 7 dahin. Ja? Das heißt, ich habe jetzt auf diese einfache Art und Weise diese Teilfolge und diese Teilfolge hier zu einer sortierten Gesamtfolge gemacht und sozusagen das Ding dahin überführt. Das ist sozusagen eine Routine, die ich jetzt im Rahmen des Merge Sort verwende. Ja. Genau, und das drückt sich dann codemäßig wie folgt aus. Was ich da machen muss, ich steige da ein, ja, Routine Merge mit diesen 4 Parametern. Ich zerlege das zunächst mal in diese beiden Teile, das ist wichtig an dieser Stelle. Ich brauche hier zusätzlichen Speicherplatz. Ja, bei dem Insertion Sort haben wir das so gemacht, da haben wir das Feld gehabt und brauchten keinen zusätzlichen Platz. Das ist jetzt bei dieser Routine anders. Bei dieser Routine brauche ich zusätzlichen Speicherplatz. Hier lege ich mir für diese beiden Teilfelder, die ich da sozusagen zusammenführen will, kopiere ich mir hier die Einträge aus dem ursprünglichen Feld A einmal in ein Feld L, linker Teil, und in ein Feld R für den rechten Teil. Dann trage ich da, sagen wir, so eine zusätzliche Marke ein, hier einfach mit unendlich gekennzeichnet. Damit markiere ich sozusagen das Ende von diesem linken Feld und von dem rechten Feld. So, und dann mache ich genau das, was ich Ihnen eben gerade versucht habe zu demonstrieren. Ja? Dass ich sozusagen, ich laufe einmal durch das gesamte Feld quasi durch. Ja? Von P war ja der Anfang, das war der erste Parameter. R ist sozusagen der letzte Parameter in dem Feld. Und ich vergleiche sozusagen jeweils den aktuellen Eintrag aus dem linken Feld und den aktuellen Eintrag aus dem rechten Feld. Ja, und für diesen aktuellen Eintrag, diesen Pfeil, den ich da eben hatte, ja, haben wir einmal hier sozusagen eine Variable i, eine Laufvariable i und eine Laufvariable j. Ja, und wenn ich beispielsweise was aus dem linken Teil nehme und sozusagen an die richtige Position in das Feld a schreibe, dann inkrementiere ich halt die Laufvariable i, also den Zeiger für das linke Feld. Und wenn der rechte Eintrag größer ist, dann erhöhe ich halt die Laufvariable für das rechte Feld. Ja? Ja, also das war sozusagen hier waren das linke Feld, das rechte Feld, das Feld, was wir sozusagen hier oben haben, das war das Feld A. Und wir schreiben das sozusagen wieder in das Feld A. Also wir kopieren einmal diese Einträge hier aus dem Feld A, sowohl in den linken Teil als auch hier in den rechten Teil. Ja, und dann schreiben wir sie sozusagen wieder in das Feld A zurück. Das machen wir. Ja, das heißt, wir haben sozusagen am Ende dieser Routine die korrekt sortierten Werte im Rahmen dieser Indizes wieder in unserem Feld A. Ja, auch da wollen wir uns ganz kurz überlegen, warum das gilt. Und das ist sozusagen nochmal veranschaulicht, die Idee. Ja, mein ursprüngliches Feld A, ja, das ist mein Hilfsfeld L, mein Hilfsfeld R, ja, mit diesen Indizes I und J. Ja, wir kopieren sozusagen erstmal den ersten Teil hier rein, den zweiten Teil hier rein. Ja, und dann gucken wir uns immer an, sozusagen das aktuelle Element hier, ja, vergleichen die miteinander. Und je nachdem, ob nun das LI kleiner oder größer ist als RJ, ja, tragen wir entweder hier sozusagen das nächst kleinere Element ein. Ja, LI, wenn dieser Fall gilt, RJ, wenn dieser Fall gilt. Ja. So bauen wir sozusagen schrittweise das Feld wieder neu zusammen. Ja, das ist sozusagen an der Stelle dieses ursprünglichen Feldes.
Diese Korrektheit würde man hier auch im Wesentlichen wieder mit so einer Schleifeninvariante nachweisen. Und die gebe ich einfach mal an. Und zwar die folgende. Und zwar zu Beginn. Der Vorschleife hier in Zeile 12 bis 17 ist das. Was gilt da? Da enthält das Teilfeld A bis P K minus 1. Ich sage Ihnen gleich, welche das sind. Die K minus P kleinsten Elemente. Von L geht bis N1 plus 1 und R geht von 1 bis N2 plus 1. Und zwar die K minus P kleinsten Elemente in sortierter Reihenfolge. Und außerdem gilt, dass sozusagen die aktuellen Elemente, die man gerade betrachtet, das Li und Rj, sind die kleinsten Elemente ihrer Felder. Die noch nicht wieder nach A kopiert sind. Ich gehe hier nochmal, also K minus P, gucken wir hier nochmal drauf. Das ist sozusagen diese Situation hier. Ja. Am Anfang der Vorschleife haben wir hier sozusagen diese k minus p kleinsten Elemente. Das geht von p bis k minus 1. Ja, hier ist das ith Element von L. Ja, das ist hier noch nicht mit drin. Hier ist das j Element von R. Das ist hier auch noch nicht mit drin. Ja. Und wir sorgen ja in jedem Schritt dafür, dass sozusagen das kleinere dieser beiden Elemente Li, Rj sozusagen hier eingetragen wird. Ja, und so bauen wir das sozusagen schrittweise auf. So, sagen wir mal, das funktioniert jetzt. Also, Merge sortiert oder mischt die sortierten Teilarrays, den linken Teil, den rechten Teil zu einem sortierten Gesamtarray. Ja, hatten wir gesagt, um das effizient zu machen, brauchen wir zusätzlichen Speicherplatz. Wenn man ohne zusätzlichen Speicherplatz auskommt, so nennt man das typischerweise in situ, das heißt innerhalb des vorhandenen Speicherplatzes. Wenn das halt nicht der Fall ist, nennt man das ex situ. Ja, der zusätzliche Speicherbedarf, das ist sozusagen einmal die Menge der Elemente hier von p bis r. Das sind n Stück, haben wir hier genannt. Das r ist dann gerade r minus p plus 1. Ja, und die Laufzeit für das Mischen, da müssen wir jetzt wieder durchzählen. Wie lange brauchen wir dafür? Gucken wir uns das nochmal an. Den schreiben wir mal in grün, der Aufwand, der entsteht. Ich schreibe da einfach mal sozusagen, eine Zuweisung ist Aufwand 1, ist eine Operation.
Ja, eigentlich sind es irgendwie drei Operationen, weil ich hier sozusagen eine Addition mache, eine Subtraktion, sind schon mal zwei, und dann die Zuweisung eigentlich drei. Aber es ist konstant, und das interessiert uns nur, konstant im verglichen sozusagen zu der Größe der Eingabe. Ja, die Größe der Eingabe ist n. Und da ist es sozusagen, zählen wir das, nein, ich zähle es mal wirklich sauber, das sind drei. Das sind zwei Operationen. Sie sehen, es wird jetzt schon ganz kompliziert. Am Ende der Stunde wissen Sie, dass es eigentlich ausreicht, wenn man hier einzeln schreibt. Auch da habe ich 1, 2, 3 Operationen und das Ganze wird n halbe Mal durchgeführt. Hier genauso, n halbe Mal wird diese Operation, diese Schleife quasi durchlaufen. Das Ganze sind zwei Operationen. Eine Operation, eine Operation, eine Operation, eine Operation. Hier haben wir sozusagen n Schleifendurchläufe. Da habe ich, eigentlich ist der Zugriff auch eine Operation da. Das vereinfache ich jetzt auch mal, das zähle ich auch nur mit 1. Da mache ich eine Operation, hier sind zwei Operationen, eine Operation, zwei Operationen. Und wenn man das zusammenrechnet, da kommt da irgendwas raus. Ja, wenn ich das aufaddiere, irgendwie sowas. Ja, mit irgendeiner konstanten a, dann irgendwie einem n und dann noch irgendeinem b. Die Konstanten interessieren uns nicht. Also werden Sie gleich sehen, die Mühe machen wir uns jetzt nicht, weil das wäre jetzt irgendwie verschenkte Liebesmühe. Also da kommt irgendwas raus, das ist linear in der Größe der Eingabe. A mal n plus b. Ja, also grob. Ja, gleich kommt sozusagen die Begründung, warum wir das so grob machen können. Aber das soll uns an dieser Stelle erstmal reichen. Ja, also wir hatten, um nochmal den Vergleich dazu im Insertion Sort zu ziehen, bei dem Insertion Sort hatten wir im besten Fall einen Aufwand für die bereits sortierte Folge, das war auch linear, kam auch irgendwie sowas raus, a n plus b, mit irgendwie dann anderen Konstanten natürlich. Und im Worst Case, im schlechtesten Fall, hatten wir dann Aufwand von irgendwas Quadratisches. So, jetzt haben wir alleine für das Mischen schon linearen Aufwand. Damit sind wir natürlich noch lange nicht fertig. Ja, weil wir hier waren hier ja sozusagen eingestiegen. Sozusagen mit einer bereits vorstrukturierten Folge. Ja, die war ja sozusagen hier vorstrukturiert, indem wir zwei Teile hatten, die jeweils für sich schon mal aufsteigend sortiert waren, sortiert ist. Das ist natürlich nicht der allgemeine Ausgangsfall. Ja, dafür müssen wir jetzt irgendwie sorgen. Und jetzt kommt sozusagen noch die Hülle drumherum, um diese Routine mischen. Und das ist das. Ja, das ist sozusagen die Routine Merge Sort. Wir ganz einfache Routine. Ich rufe jetzt auf das Feld. Ja, initialer Aufruf ist, das schreibe ich jetzt mal hier rein. Na, je nachdem, in welcher Programmiersprache ich mich bewege, habe ich halt mein Feld, Feldindizes starten bei 0 oder bei 1. Um das jetzt hier zu vereinfachen, sage ich mal so, das fängt bei 1 an und geht bis n. Das ist sozusagen der initiale Aufruf. Dann gucke ich mir an, ja, wie groß ist mein Feld? Ja, wenn der linke Teil noch kleiner ist als der rechte Teil, ja, bei n stellen wir uns irgendwie mal 100 vor, ja, ist das sicherlich der Fall. Ja, dann bestimme ich in etwa die Mitte und rufe das Ganze rekursiv auf. Einmal mit sozusagen mit der linken Hälfte, ja, vom Anfang bis zur Mitte und dann sozusagen von der Mitte bis zum rechten Ende. Das machen wir rekursiv. Also, was macht Merge Sort? Erklären wir es erst wieder. Ich teile sozusagen das Ding in der Mitte auf. Und schreibe sozusagen den einen Teil hier hin.
17, 9, 8 und den anderen Teil hierhin. Rekursion heißt, okay, wir haben es zerlegt und dann rufen wir das Ding wieder auf. Das heißt also, in diesem Fall würden wir jetzt auf diese beiden Teile hier, den Teil und den Teil, das Merge-Sort wieder aufrufen. Das heißt, das Ganze wiederholt sich. Das heißt, wir schreiben hier wieder die 6 und 17 rein und die 9 und 8. 2, 5, 11, 3. So, ja, der linke Index ist noch kleiner als der rechte Index hier in, sozusagen bei diesen Folgen der Länge 2. Das heißt, wir teilen sie wieder auf. Das heißt, hier kommt eine Folge der Länge 1 raus mit 6, noch eine Folge 17, 9, 8, 2, 5, 11, 3. So, und wenn wir das erreicht haben, was passiert dann? Wenn das hier nicht mehr gilt, dann passiert gar nichts. Dann kommen wir sozusagen aus der Rekursion zurück und landen an dieser Stelle. Ja, und dann rufen wir diese Routine Merge auf, die wir gerade hatten. Ja, und die sorgt dann dafür, dass wir jetzt im Prinzip diese Teile hier zusammenführen, sozusagen hier an dieser Stelle zusammenführen, jeweils zwei Folgen der Länge 1, sozusagen zu einer sortierten Folge der Länge 2. Das heißt, aus der 6, 17, das würde so bestehen bleiben, weil 6 kleiner ist als 17. So, jetzt kommt die Routine Merge auf den Fall der 9 und der 8. Die beiden würden jetzt sozusagen die Position tauschen. 8, 9, 2, 5 bleibt so bestehen und 3 und 11 ändern auch die Position. So, dann wieder die Rückkehr aus der Rekursion. Jetzt würden diese beiden Folgen der Länge 2 zu einer sortierten Folge der Länge 4 gemischt werden. Das heißt, wir hätten hier die 6, die 8, die 9 und die 17. Und hier hätten wir die 2, die 3, die 5 und die 11. Ja, und wenn wir das gemacht haben, kommen wir wieder zurück aus der Rekursion für die beiden Folgen der Länge 4. Und wir würden die zusammenführen zu 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 und 17. Ja. Und schon hätten wir eine sortierte Folge. So, das scheint ja zu funktionieren. Also wir haben sozusagen zwei Routinen miteinander kombiniert. Einmal dieser rekursive Abstieg, wo eigentlich nicht viel passiert. Da teilen wir immer nur auf. Ja, und die eigentliche Arbeit passiert hier. Und jetzt müssen wir uns überlegen, auch das wollen wir kurz analysieren, wie aufwendig ist dieses Verfahren? Das ist nicht so ganz einfach mit so einer Analyse von so einer rekursiven Routine, weil wir müssen uns ja jetzt überlegen, wie häufig steigen wir denn da ein und wie kriegen wir sozusagen dann diese verschiedenen Aufrufe von dem Merge, ja, was wir hier sozusagen gemacht haben. Ja, wie kriegen wir diese verschiedenen Aufrufe von dem Merge, wie kriegen wir das irgendwie, was ja jeweils immer quasi einen linearen Aufwand produziert. Natürlich, dieses N ist immer unterschiedlich. Ja, wie kriegen wir das sauber irgendwie zusammen addiert? Und das wollen wir uns jetzt mal überlegen, wie wir das hinkriegen. Und zwar ist der Ansatz da sozusagen, dass wir uns mit sogenannten Rekursionsgleichungen beschäftigen müssen. Also wir müssen irgendwie versuchen zu analysieren, welcher Aufwand passiert bei diesen rekursiven Abstiegen. Und wir sagen mal, T von N ist meistens sozusagen die Größe, die ich verwende, wenn ich den Aufwand für ein Problem der Größe N beschreiben möchte. Also das sei mal die Laufzeit. Der Größe N. So, und das gilt jetzt ganz allgemein für dieses Divide-and-Conquer-Prinzip. Wenn wir jetzt
bei dieser rekursiven Aufspaltung, wie wir das in dieser Routine Merge Sort gemacht haben, entstehen an unterschiedlichen Stellen Aufwände. Also Aufwand bei Aufwand bei der rekursiven Problemaufspaltung haben wir ja mehrere Fälle. Der erste Fall dass das Problem klein genug ist, dass wir es irgendwie direkt lösen können. Dann können wir das Problem direkt lösen. Problem direkt lösen. Das bedeutet in der Regel, konstanter Aufwand. Ja, da haben wir dann in dem Fall, was wir hier gerade hatten, gucken wir uns das hier nochmal an. Ja, das ist an dieser Stelle. Ja, wir machen sozusagen diesen Vergleich und an dieser Stelle machen wir in dem Merge Sort gar nichts mehr. Ja, das heißt, wir steigen einmal da ein und kommen auch sofort wieder zurück. Ja, wenn hier sozusagen das P kleiner R nicht erfüllt ist, dann machen wir gar nichts. Ich könnte das auch anders aufbauen, dass man beispielsweise sagt, okay, bei Folgen der Länge 2 erspare ich mir hier den rekursiven Abstieg, habe ich hier jetzt so nicht gemacht. Also hier passiert im Prinzip bei dem Merge Sort gar nichts, das heißt, da ist irgendwie Aufwand 1, wir gucken einmal rein und kommen mal wieder zurück. So, wenn wir aber, wenn das Problem zerlegt wird, in dem Fall von dem Merge Sort sind das genau zwei Teile. Das können unter Umständen bei einem anderen Ansatz für ein anderes Problem, könnten das auch mehrere Teile sein. Hier zerlegen wir es in zwei Teile. Problem wird in zwei Teile und zwar halber Größe zerlegt. Halber Größe zerlegt. So, dabei entstehen die folgenden Aufwände. Wir sagen mal, d von n ist der Aufwand, um das Problem aufzuteilen für divide. Und dann haben wir wieder einen Schritt, der das Ganze wieder kombiniert. Darum c, c von n, Zeit zur Zeit zur Kombination der Teillösungen. In unserem Fall war das die Routine Merge. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, ich hätte gerne für dieses t von n irgendwie eine griffige Formel. Wenn ich ein Problem der Größe n habe, dann sieht das wie folgt aus. Dann rechnen wir einfach die Sachen zusammen. Das heißt, dann wäre in diesem Fall das t von n ist eine Konstante. Darum die bezeichne ich meistens mit einem kleinen c. Falls c gleich 1. Oder ansonsten haben wir zweimal t von n halbe, weil wir haben ja zweimal die Laufzeit, um ein Problem der Größe n halbe zu lösen, plus die Zeit für die Aufteilung, plus die Zeit für das Zusammenführen. Hier muss natürlich ein n stehen. Und hier für n größer 1. So, was wir bereits gesehen haben, dass dieser Teil hier, der Teil für das Zusammenführen, der hat linearen Aufwand.
Ja, das ist sozusagen, in unserem Fall ist das die Routine Merge. Da haben wir gesagt, der Aufwand ist irgendwie a n plus b. Ja. So, wie sieht das aus für das Zerlegen bei dem Merge Sort? Gucken wir uns das nochmal kurz an. Das ist ja hier. Naja, wir müssen einmal das Ding bestimmen, ja, sozusagen die Mitte meines Feldes. Und dann haben wir zwei Aufrufe. Ja, sozusagen beide oder alle drei Anweisungen sind unabhängig von der Problemgröße. Ja, auch das können wir sozusagen wieder als Konstante betrachten. Ja, das ist quasi eine Rechenoperation bestehend aus einer Addition, einer Division, dann hier irgendwie so einer Rundung. Sind irgendwie vier Zuweisungen oder vier Operationen, sage ich mal. Ja, naja, das Runden wird vielleicht ein bisschen länger dauern, aber auch das ist nicht abhängig von dem n. Also das ist immer das, was uns interessiert. Wir haben sozusagen ein Problem der Größe n, ja, und die Operationen, die wir hier durchführen, hängen die irgendwie von n ab oder nicht? Ja, hier ist es egal an dieser Stelle, ob hier n 10 ist oder ob n 10 Millionen ist. Ja, diese Operation braucht immer gleich lang. Genau das gleiche wie hier. Wir machen einen Aufruf, wir machen noch einen Aufruf. Ja, der eine Aufruf ist egal, ob wir hier sozusagen von 1 bis 10 oder von 1 bis 1 Million reinstecken. Ja, das heißt, da haben wir im Prinzip eine konstante Anzahl an Operationen für die eigentliche Aufteilung. Die Lösung, sozusagen dieser rekursive Abstieg, der kostet natürlich, da sind wir gerade dabei, das zu analysieren. Aber der Aufruf von diesem Merge Sort können wir als konstant betrachten. Das heißt, in dem Fall können wir sagen, das ist konstant. Und das wollen wir jetzt überlegen, wie häufig wir denn diesen rekursiven Abstieg machen. Ja? Und zwar machen wir jetzt eine kleine Vereinfachung, und zwar sagen wir, wir sagen mal, die zu sortierende Zahlenfolge besteht aus einer Anzahl von Elementen, die gerade eine Zweierpotenz sind. Warum machen wir das? Naja, wir zerlegen jetzt sozusagen unsere Folge immer, halbieren die immer. Und dann muss ich mich jetzt nicht mit irgendwelchen Rundungen und sonst was kümmern. Ja, das geht dann immer schön auf. Ja? Das machen wir jetzt einfach mal zur Vereinfachung. N ist eine Zweierpotenz. Und zwar zeichne ich jetzt mal Folgendes auf. Ich vereinfache diese Formel, die ich hier habe. Sieht wie folgt aus. T von n ist gleich, hatten wir gesagt, C für n gleich 1. So, dann haben wir 2 t n halbe, das d von n als Konstante. Konstanten interessieren uns nicht, die lassen wir weg. Und das hier, das Merge, das schreibe ich mal hin als irgendeine Konstante c mal n, also irgendwie linear. Ja, auch sozusagen dieser Anteil hier, dieses b da hinten, diese Konstante, auch die interessiert uns nicht. Ja, dann kann ich da schön damit arbeiten. Und jetzt male ich mal mein ursprüngliches Problem auf. Und zwar haben wir hier das Problem der Größe n. Das zerlegen wir in zwei Probleme der Größe tn halbe. Nee, das lasse ich mal da weg. Ich schreibe das mal nur so hin. N halbe. N halbe. Zum Zusammenfügen dieser beiden Folgen halber Länge brauche ich irgendwie eine konstante Laufzeit, hatten wir gesagt. Darum schreibe ich mir hier oben noch so eine kleine Konstante davor.
Das Problem oder diese Probleme zerlege ich wiederum in n Viertel, n Viertel und n Viertel. Wenn ich die sozusagen gelöst habe, dann rufe ich meine Routine Merge auf und wir kriegen wieder sozusagen irgendeine Konstante davor. An dieser Stelle haben wir sozusagen jeweils die Laufzeit, um das Problem der Größe n Viertel zu lösen. Und das können wir jetzt sozusagen beliebig fortsetzen. Wir können hier weiter runtergehen, bis wir irgendwann, ich schreibe noch mal eine Ebene hin, ja, dann kriegen wir hier sozusagen Problem der Größe n Achtel. Ja, und jetzt sehen Sie, warum ich das gerne mit Zweierpotenzen mache. N Achtel, n Achtel, n Achtel, n Achtel. Wenn ich die wiederum dann zusammenfüge, dann kommt wieder hier jeweils meine Konstante davor. Ja, das ist der Aufwand, den sozusagen das Merge da reinbringt. Und irgendwann, je nachdem wie groß die Folge halt ist, komme ich halt unten zu Folgen der Länge oder bei Folgen der Länge 1 an. Ja, wir haben hier sozusagen für das Mischen jeweils wieder irgendwie so eine Konstante davor. So, und jetzt muss ich mir überlegen, wie groß ist der Aufwand? Das ist sozusagen mein, quasi irgendwie so ein Baum, der entsteht für diesen rekursiven Abstieg. Ja, ich steige von oben ein, steige sozusagen durch immer wieder Aufrufen, rekursives Aufrufen der Routine Merge Sort, komme ich irgendwann hier unten an. Ja, und dann komme ich sozusagen, baue ich wieder hier mit der Routine Merge zurück, sozusagen komme zu der jeweils nächstgrößeren Folge, sozusagen der doppelten Größe. Ja, und dabei entsteht sozusagen jeweils dieser Aufwand C. Und irgendwann komme ich dann hier oben wieder an. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie tief dieser Baum werden kann. Und ich schreibe vielleicht mal hier auf, die Kosten, die dann entstehen. Wir haben hier unten n Elemente. Da hatten wir gesagt, Folgen der Länge 1 entsteht der Aufwand C. Ja, irgendwie eine konstante Anzahl von Operationen. Das heißt, an dieser Stelle entsteht der Aufwand C mal N. Hier oben entsteht auch der Aufwand C mal N. Hier entsteht 2 mal C mal N. N halbe ist gleich C mal N. Hier entsteht der Aufwand in der nächsten Zeile. Ja, 4 mal C mal N Viertel ist gleich C mal N. 8 mal C N Viertel gleich C mal N. Danke. Also in jeder, auf jeder Ebene dieses Rekursionsbaumes, auf jeder Ebene dieses Rekursionsbaumes entsteht der Aufwand C mal N. Ja? So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie viele Ebenen gibt es denn? Ja? Weil jetzt haben wir irgendwie sozusagen eine Summe von C mal N. Ja, wir müssen uns jetzt noch überlegen, I gleich, naja, 1 bis, wie lange läuft das? Was meinen Sie? Aber wir hatten ja am Anfang diese Startbedingung von dieser ja. Was heißt das? Wie oft kann ich das aufteilen? 1 pro Minute.
Das ist ja eine Exponentialfunktion, ne? Jetzt müssen wir die Umkehrfunktion suchen. Was ist denn die Umkehrfunktion? Logarithmus. Ja? Was ist der Logarithmus von n für diesen Fall? K. Ne? So. Und wenn Sie einfach aufteilen, ja, nehmen Sie mal einfach ein einfaches Beispiel, die 16. Wie häufig können Sie die aufteilen? Ja? 16, 8, 4, 2, ah, ich hätte es nur mit 8 machen sollen. Ich muss schon wieder viel schreiben. Ja. 1, 2, 3, 4. Zufälligerweise ist gerade 16, 2 hoch 4. Und das ist immer so. Toll, Mathematik funktioniert. Ja? Also, sozusagen, das ist jetzt, hängt ab von der Größe der Eingabefolge, aber nicht als linearer Anteil, sondern sozusagen als logarithmischer Anteil. Ich schreibe das drum auch direkt hier irgendwie hin. Ja? Das heißt, das Ganze ist irgendwie log n mal c von n. Ja. Also, Aufwand Merge Sort. Log n viele Zerlegungen, das ist sozusagen die Routine Merge Sort. Linearer Aufwand zum Kombinieren, das ist die Routine Merge, ergibt in Summe, meistens schreibt man es so hin, n mal log n. Ja? Konstante schreibe ich von mir aus noch davor. Aber das ist sozusagen der dominierende Anteil, n log n. So, und jetzt wollen wir uns mal überlegen, ob das jetzt irgendwie besser ist als Insertion Sort. Ich habe jetzt einfach mal sozusagen diese beiden Funktionen hier genommen. Einmal n Quadrat, dann einmal n log n. Konstanten, wie gesagt, interessieren mich noch nicht so wirklich. Und habe einfach mal gesagt, okay, was passiert, wenn ich da sozusagen 10 Elemente eintrage oder 10 Elemente sortiere, 100, 1000, und 1 Million. Ja, und habe einfach mal mir diese Funktionswerte angeguckt. Was liefert denn n Quadrat? Was liefert n log n? Ja, und da sehen Sie schon, unabhängig davon sozusagen, welche Einheit das jetzt ist, ja, dass diese Funktion doch deutlich viel schneller wächst als diese Funktion hier unten. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, das hier ist irgendwie in Sekunden. Ja, dann brauchen wir sozusagen bei 10 Elementen 100 Sekunden, ja, bei 100 Elementen 10.000 Sekunden, bei 1.000 Elementen schon 1 Million Sekunden und bei 1 Million Elemente 10 hoch 12 Sekunden. Keine Ahnung, wie viele Jahre das sind. Ganz andere Größenordnung. Ja. Nachteil? Wie bitte? Der zweite sozusagen hier, der ist deutlich besser. Ja, aber das ist 33,219, ist auch noch kleiner als das. Der ist immer besser. Das ist ein Komma, das ist sozusagen der 1000er Trennpunkt. Ja, also der ist immer besser. Er hat aber einen Nachteil, sozusagen dieser Algorithmus. Ich brauche zusätzlichen Speicherplatz. Wir hatten gesagt, wir müssen sozusagen beim Mischen brauchen wir diese beiden zusätzlichen Felder und das ist sicherlich nicht so schön an dieser Stelle. Ja? Also wenn Sie im ersten Praktikum, da habe ich im letzten Durchlauf, also letztes Semester, als ich die Veranstaltung gemacht habe, haben wir gesagt, ach, wir sortieren mal 5 Millionen Elemente. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Ja? Das ist schon gerade bei den, der fällt da meistens mit dem rekursiven Abstieg, fällt da irgendwie auf der Nase dann der Rechner.
Wir lernen aber noch andere Sortierverfahren kennen, aber das sind sozusagen so zwei klassische Vertreter. Der eine hat quadratischen Aufwand, Insertion Sort, und die Algorithmen, die Sie sozusagen auch benannt hatten in der ersten Veranstaltung, in der zweiten Veranstaltung, jetzt ist irgendwie das Mikro hier abgerutscht, was hatten wir noch? Irgendwie Selection Sort, Bubble Sort, Shaker Sort und was es alles gibt. Das sind alles Algorithmen, die haben quadratische Laufzeit. Und dann gibt es aber noch so Vertreter wie gesagt, Merge Sort oder Heap Sort. Ich weiß nicht, ob das jemand genannt hatte, aber Quick Sort hat zumindest jemand genannt, da kann ich mich dran erinnern. Der Quick Sort hat im mittleren Fall auch dieses Laufzeitverhalten. Und wir werden uns auch anschauen, wenn wir uns mit dem Sortieren nochmal beschäftigen, dass es besser auch nicht geht als n log n.